Macht das nicht falsch in Skull and Bones. Heute habe ich für euch 10 Tipps zum Einstieg, wie ihr gut reinkommt in das Spiel. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, ich bin Fragnat und hier dreht sich alles rund um Open World Games. Und Skull and Bones von Ubisoft, ja, es hat auch eine riesige Open World, von der ich noch lange nicht alles erkundet habe. Ich habe das Ganze jetzt im Early Access gezockt, auch in der Beta und schon vorab. Daher heute für euch ein paar Tipps, wie ihr den Einstieg besser machen könnt. Skull and Bones ist auf jeden Fall ziemlich ratsam, da mit einem gewissen Plan wenigstens ranzugehen, auch wenn nicht das Spiel gut an die Hand nimmt. Allerdings wechseln wir jetzt ganz kurz mal ins echte Leben. Kurze Unterbrechung aus dem Ubisoft Office, denn diese PlayStation 5 im Skull and Bones Design, Skull and Bones Spielekeys und kleine Goodies könnt ihr bekommen, und zwar bei der GameStop Treasure Hunt zu Skull and Bones. Die Schatzsuche findet in 24 GameStop Filialen deutschlandweit statt, aber Achtung, nicht alle machen mit, denn es gibt insgesamt 69. Ein paar Blindgänger müsst ihr also verkraften. Ihr geht dann in die GameStop-Stores und da stehen dann die Kisten rum. Die fotografiert ihr und postet sie dann auf Instagram oder TikTok mit dem Hashtag GSTreasureHunt oder GameStopTreasureHunt. Unter allen, die so ein Bild posten, werden 5 Versionen für den PC von Skull and Bones verlost. Aber das ist noch nicht alles. Zeigt ihr an der Kasse im GameStop das Foto, was ihr gepostet habt, dann kriegen die ersten 5 ein kleines Goodie zum Mitnehmen. Interessanter ist nochmal der zweite Teil der Schatzsuche. Ab dem 16.02. werden wöchentlich Rätsel auf der GameStop-Seite zur Treasure Hunt veröffentlicht, ebenso auf Social Media von Ubisoft.de und von GameStop Deutschland. Diese Rätsel geben euch dann Hinweise zur Kombination des Zahlenschlosses, was ihr dann betätigen müsst, und ab dem 9. März könnt ihr es dann endlich öffnen. Denn da wurde dann das letzte Rätsel veröffentlicht und in einer dieser Kisten befindet sich eben diese PlayStation. In den anderen Kisten geht der Bar natürlich auch nicht leer aus. Da gibt's Goodies wie T-Shirts, Kleinigkeiten und mehr von Skull and Bones. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Ich bin mega gespannt, ob ihr vielleicht diese Schatzkiste findet mit der PlayStation. Ich würde es euch auf jeden Fall gönnen. Alle Infos dazu auf der Seite unterm Video verlinkt. Jetzt geht's aber wieder ins Game auf hohe See und raus aus dem Ubisoft Office. So, willkommen zurück und jetzt geht's los mit Tipp Nummer 1. Meiner Meinung nach ist es super wichtig, das erste Schiff so schnell es geht loszuwerden. Holt euch so bald wie möglich ein besseres Schiff. Gerade die DAO ist natürlich extrem schlecht. So eine Beta ist da schon besser und wenn ihr dann einen Kutter haben könnt, ja, dann noch cooler. Ich persönlich versuche jetzt einen Bombardier zu bekommen. Wie bekommt man denn neue Schiffe? Ja, am einfachsten zurück nach St. Anne. Einmal kurz per Schnellreise. Ja, und hier beim Schiffsbauer, da seht ihr dann natürlich immer den Hinweis, wo gibt es das Rezept eurer Wahl. Ich interessiere mich, wie gesagt, jetzt hier für den Bomber. Da habe ich dann jetzt rechts hier die Möglichkeit, Bauplan verfolgen über die Taste F am PC. In diesem Fall muss ich jetzt einmal über die komplette Map für dieses Schiff rüber. Wird sich aber lohnen, weil ich dann Rang 5 Schiff habe. Und das ist schon echt ziemlich gut. Tipp Nummer 2, Ressourcenmanagement. Ich würde euch für den Anfang empfehlen, immer alle Ressourcen aufzusammeln, die ihr so findet. Ihr seht die ja ganz einfach hier auf der Karte. Kokosnüsse, Akazien. Super wichtig, meiner Meinung nach, da immer vorbeizuschauen und das mitzunehmen. Man weiß nie, wann man es braucht. Ja, und ins Lager packen kannst du es halt eh. Also immer mal fleißig einpacken. Es gibt ja gewisse Sachen auch nur in gewissen Gebieten. Hier gibt es zum Beispiel Jute und gute alte Raseneisen. Während Kokosnüsse hier vielleicht so wie Kokosnüsse am Meer wachsen. Tipp Nummer 3, Fernglas. Es ist offensichtlich, aber auch offensichtlich extrem wichtig. Mit dem Fernglas scannst du ja Schiffe und hier siehst du dann teilweise auch, was die dabei haben. Zum Beispiel Schatzkarten. Und das ist natürlich Gold wert. Wenn du ein feindliches Schiff mit einer Schatzkarte findest oder entsprechend super coolem Loot, dann kann sich das wirklich, wirklich lohnen. In diesem Fall, ja, gut, Level 8er werde ich jetzt nicht packen, easy. Das ist ein Problem vielleicht in der Gruppe. Deswegen werde ich davon jetzt mal absehen. Aber umso wichtiger ist es eben, vorab zu scannen, um auch einzuschätzen, packe ich einen Gegner oder nicht. Fernglas habe ich am Anfang wirklich viel zu wenig eingesetzt. Ja, und dann nach einiger Zeit wurde es immer sinnvoller. Huiuiui, da kommen wieder Torpedos. Also ab nach Barbados. Nach St. Anne. Ich bleibe mal lieber hier in Deckung so ein bisschen. Und für Tipp Nummer 4 geht es nämlich zurück an Land. Ihr habt euch vielleicht sowieso schon um das Ressourcenmanagement gekümmert oder ein bisschen damit befasst. Auf jeden Fall gibt es ja diese Waren. Waren packe ich persönlich immer ins Lagerhaus. Hier gibt es dann welche von besonderem Wert. Ist da so ein Icon dran, dann ist das eine Quest, für die markiert ist. Na, könnt ihr dann vielleicht auch mitnehmen, wenn ihr wollt, vielleicht auch nicht. Packe ich ganz gerne auf jeden Fall ins Lager. Wichtig zu wissen ist natürlich, dass du diese Ressourcen, diese Waren immer zu Geld machen kannst. Auch im Zweifel in irgendeinem Außenposten, zum Beispiel hier in Fort Louis. Aber davon würde ich abraten. Wozu würde ich dir raten? Hier im Hauptlager in St. Anne, da gibt es die
Warenhändlerin und die hat natürlich richtig Bock auf eure Waren. Zeig mir deine Waren. Ja, hier zum Beispiel eine Edelstein-Quest. Kann man mal machen. Teilweise hast du dann vielleicht sogar schon die Quests erledigt, die sie für dich hat. In diesem Fall fehlen jetzt hier noch ungeschliffene Granaten abzugeben. Das können wir easy machen. Fertig. Das ist schon mal sehr, sehr gut und das gibt halt richtig Asche. Auch die zweite Quest kann ich hier einfach sofort abgeben. Ist also echt perfekt. Das war jetzt Weihrauch in dem Fall. Ja, und sie hat hier auch manchmal so ein Sale. Ne, ihr seht hier die Lagerauffüllung, die geht los in 14 Sekunden. Hier habe ich zum Beispiel Waren, die ich sogar für eine Quest brauche. Also klare Empfehlung, die Waren hier immer mit der Warenhändlerin für zu interagieren. Dafür gibt es diesen NPC. Ihr könnt natürlich auch normale NPCs benutzen, normale Händler, aber es lohnt sich halt nicht so viel wie eben diese Warenhändlerin. Die Geduld zahlt sich letzten Endes aus. Tipp Nummer 5, Schiffswracks. Schiffswracks sind super cool. Das hier habe ich jetzt eben erst geplündert. Wir gehen einfach mal gemeinsam zu ein paar Schiffswracks und ich zeige euch, was da alles drin sein kann. Wenn ihr an Schiffswracks vorbeifahrt und die leuchten, dann sind das eben die Schiffswracks eurer Wahl. Die müsst ihr dann aufbrechen. Ihr habt ja nur ein paar Versuche. Ist ein Geschicklichkeitsspiel. Verkackt ihr das ja, dann hast du natürlich Pech. In meinem Fall habe ich es jetzt im letzten Try geschafft und kann mir hier einiges mitnehmen. Nicht nur Silber, natürlich auch noch alles Mögliche, was man halt so finden könnte. Auch teilweise seltene Waren. Also Schiffswracks plündern, absolut spielverändernd. Immer machen. Ist vielleicht nicht das Action-Gameplay gegen andere Schiffe, für das ihr gekommen seid, aber es lohnt sich halt wirklich. Tipp Nummer 8, Early Game Schiffsmanagement. Ja, ihr könnt natürlich euer Schiff anpassen. Es gibt verbesserte Panzerungen, die ihr an euer Schiff legen könnt. Super empfehlenswert, natürlich. Aber vor allem möchte ich sprechen über das Kanonenmanagement. Ich mache das nämlich so. Vorne eine Long-Range-Kanone oder mit etwas weiterer Reichweite. In meinem Fall hier die Basilisk, meine erste blaue Kanone. Links habe ich dann eine Halbkanone. Oder nee, in dem Fall eine Kalvarine. Und rechts habe ich eine mit geringer Reichweite. Allerdings super stark im Nachladen. Ich finde es ganz praktisch, weil so musst du einfach nur dein Schiff drehen und kannst dann eben Gegner aus der Nähe oder aus der Ferne bekämpfen. Klar, Schiff drehen ist nicht immer easy, aber für den Anfang, wenn du gerade noch wenig Slots hast, wie ich jetzt aktuell noch 3 Slots nur, ja, dann lohnt sich das schon. Einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen, nicht nur für den Spielstil, fürs Wenden und so weiter, die Manöver zu lernen, nein, natürlich auch einfach, um für viele Situationen gewappnet zu sein. Das ist natürlich nicht optimal, aber ich glaube, so macht man das Beste aus einem kleinen Anfängerschiff. Natürlich ist auch hier nochmal die Ausstattung sehr, sehr interessant. Da kann man auch nochmal gut gucken, was man mitnimmt. Hier gibt es echt teilweise ziemlich heftige Upgrades. Tipp Nummer 7, ja, ist eigentlich fast schon selbsterklärend, aber ich sag's trotzdem mal. Kochen. Die Kochstellen sind euer absoluter Freund. Es lohnt sich total, hier Buff-Food herzustellen. Ausdauer um 40% erhöhen mit Kokosnüssen. Kokosnüsse gibt überall. Je nachdem, was ihr da habt, sind das einfach noch viel krassere Buffs. Aber das lohnt sich ungemein. Grillen und Kochen ist extrem wichtig für euch. Und dieses Buff-Food bringt euch auf See einen unglaublichen Vorteil. Ihr seid viel agiler, könnt viel besser auf alles reagieren, was euch passiert. Man muss immer Buff-Food dabei haben eigentlich. Könnt ihr euch dann auf dem Schiff einfach mit Steuerung aufrufen und dann hier eben konsumieren. Ja, apropos konsumieren. Frachtverwaltung. Haben wir kurz schon drüber gesprochen, dass du Waren vertickst. Ne, also die seltenen Waren wie Nelken, Edelsteine und so weiter. Behalte ich alles auf dem Schiff? Nein, natürlich nicht. Was behalte ich denn auf dem Schiff? Kanonenkugel, Repair-Sets, Konsumgüter. Das habe ich auf dem Schiff am Start. Nicht auf dem Schiff am Start habe ich natürlich alles, was schwer ist, was ich zum Craften brauche. Ab ins Lagerhaus immer damit und einfach hoffen, dass das Lagerhaus niemals voll wird. So, das auch liegt eine Menge. Und jetzt haben wir wieder ordentlich Fracht. Platz im Frachtraum. Frachtraum. Ja, wie könnt ihr euren Schiffsrang steigern? Das ist relativ easy. Jedes Schiff hat einen Grundrang. Das habt ihr ja gesehen beim Schiffsbauer. Und beim Schmied könnt ihr ja zum Beispiel Panzerung und Waffen herstellen. Die Waffen tragen zu einem Level bei. Ihr seht es rechts unten. Würde ich jetzt diese blaue Basilisk 1 austauschen gegen eine Halbkanone von weißer Qualität? Ja, dann geht der Schiffsrang nach unten. Könnt ihr auch noch weiter nach unten eben senken, über eine Vollkanone 1 mit 15. Der Rang ist hier also wirklich entscheidend und so kann ich mein Schiff, die Stormflöten, hier richtig schön aufs nächste Level heben, indem ich sehr, sehr starke Waffen benutze. Na, guck mal, ich hätte hier nochmal ein Level-Upgrade über die Vollkanone, die hat nämlich 45. Also ruhig im Detail euch auch nochmal angucken, was ihr an Stuff habt, was könnt ihr ausrüsten und jetzt sind wir fast schon auf Rang 5. Easy. Tipp Nummer 10, extrem wichtig, Schnellreise.
Schnellreise kostet Geld. Ich kann jederzeit von einem Schnellreisepunkt zu einem anderen Schnellreisepunkt reisen. Kostet jetzt hier in dem Fall 380 Flocken. Hier sind es sogar 395, je nach Strecke. Und hier nach oben muss ich 440 zahlen. Warum ist das so wichtig? Später gibt es einige zeitlimitierte Aufträge. Die ploppen dann auf als Events, sind dann 5 Minuten da und dann sind die auch wieder weg. Und hast du nicht die ganzen Schnellreisepunkte freigeschaltet, ja, dann hast du Pech, weil das teilweise kompetitiv ist. Das heißt, ja, wer zuerst malt, malt zuerst. Wer zuerst da ist, ist zuerst da am Questort. Und dementsprechend ist natürlich zu empfehlen, jeden Fall ganzen Schnellreisepunkte so schnell es geht eben mal freizuschalten. Geht da einfach an Land, dann habt ihr das. Ja, und so ist die Erkundung einfach super belohnt. Jo, das waren meine 10 Tipps zum Einstieg. Ich hoffe, ihr findet ganz gut rein so ins Game. Ja, ist ein bisschen wie so ein Black Flag, aber ohne richtigen Landgang, also ohne Landquests. Bislang habe ich auf jeden Fall Spaß, in Skull & Bones rumzugrinden. Ich bin gespannt auf euer Feedback und denkt dran an die GameStop-Aktion. Ihr könnt eine PlayStation 5 in Skull & Bones-Ästhetik bekommen, also wenn das mal nichts Cooles ist. By the way, hat Ubisoft nur den Teil, in dem es um die GameStop-Aktion geht, gesponsert. Der Rest des Videos, der ist nicht davon betroffen. Ist vielleicht ja auch noch interessant für euch. So, ein paar Kokosnüsse nochmal mitgenommen. Klar, wir haben nämlich immer Hunger. Lecker. So, das war's dann von mir. Hier gibt's noch ein anderes Video für euch, falls ihr euch das angucken möchtet. Weiß nicht zu welchem Thema. Vielleicht auch zu Skull & Bones und da links oben ist eine Empfehlung für euch. Die könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne angucken. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Video. Ciao, euer V. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, macht's gut.